Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserem heutigen Videopodcast 7 Fragen, 7 Antworten. Zu Gast heute bei mir Florian Slesak, Cloud Region Manager bei Microsoft Österreich. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Sehr gerne, lieber Florian. Du, wir haben ja das letzte Mal gesprochen, generell über die lokale Cloud Region zu sprechen. Was gibt es denn da jetzt eigentlich Neues? Also lesen tut man ja sehr viel. Du postest auch sehr viel, das freut uns auch, freut uns auch. Ja, also ich kann sagen, der Fortschritt geht unaufhaltsam voran. Also beide oder alle drei Standorte sind schön am Weg und ich bin optimistisch, dass wir so Mitte des Jahres oder spätestens im Herbst dann auch genaueres zur Phase des Launches bekannt geben dürfen. Okay. Ich merke, dass das sehr, sehr stark immer mehr auch von unseren Kunden und Partnern angenommen wird, als Thema entdeckt wird. Viele, viele Partner sich damit auseinandersetzen, wie sie diese neuen Möglichkeiten in ihre Angebote einbauen können, wie sie sich positionieren am Markt. Sehr viel auch dankenswerterweise aufgrund eurer Aufklärungsarbeit, aufgrund eures Trainings, das da wirklich sehr, sehr wertvoll ist an der Stelle. Aber nicht nur die lokale Cloud Region, auch bei der globalen Cloud der Microsoft, wenn ich mal so sagen darf, tut sich sehr viel. Wir haben Anfang des Jahres mit dem Rollout der EU Data Boundary begonnen. Es gibt seit Ende letzten Jahres die Möglichkeit der Advanced Data Residency Option, also für seine Office 365 Tenants noch feingranularer die Standorte zu definieren. Also ja, Cloud schreitet zügig voran und es tut sich sehr viel bei der Microsoft. Diese zwei Begrifflichkeiten, diese EU Data Boundary und Advanced Data Residency, was bringt das Ganze? Advanced Data Residency, das bietet unseren Kunden jetzt die Möglichkeit, über der geografischen Lokation, also dass zum Beispiel europäische Kunden aus Rechenzentren der europäischen Region versorgt werden, noch feingranularer bei den Office 365 Services entscheiden zu können, in welcher Cloud-Region sie ihre Daten speichern und die Services beziehen und das jetzt auch für mehr Services im Bereich Office 365. Also auch nicht nur die Standard-Services wie Exchange, SharePoint, Teams, sondern jetzt auch schon viele Services von Viva, viele der Defender-Services und ja, ich würde mal erwarten, dass dieses Angebot noch mehr ausgebaut wird in Zukunft, sodass wir irgendwann einmal vielleicht sogar alle Office 365 in dieser Advanced Data Residency Option anbieten können. Und die EU Data Boundary, weil du es auch angesprochen hast, noch ein größeres Projekt, wo wir alle unsere Cloud-Offerings, also auch Azure, Dynamics 365, Power Platform, so umbauen und so konfigurieren, dass in Zukunft europäische Kunden ihre Cloud-Services ausschließlich aus Rechenzentren der EU beziehen können. Also auch so Services, die momentan noch rein global orientiert sind, wie ein Active Directory und so. Da haben wir jetzt mit Anfang des Jahres mit dem Rollout begonnen. Mit den Cloud-Services. Es folgt dann mehrere Schritte. Im zweiten Schritt werden wir dann die Log-Files, die pseudonymisierten Daten, wie das genau heißt, auch rein innerhalb der Europäischen Union verarbeiten. Und der dritte Schritt, der dann 2025 folgen wird, ist, dass auch der gesamte Support, Professional Support für unsere Unternehmenskunden rein auch innerhalb der Grenzen oder innerhalb des Geltungsbereiches der DSGVO abgewickelt wird, sodass dann wirklich alle Bereiche abgedeckt sind und für Kunden, die das so haben wollen, dann eben auch aus der Europäischen Union heraus beserviced werden. Du hast das gerade richtig angesprochen, Security, Compliance, das ist ja für viele Unternehmungen eigentlich das Thema schlechthin. Gehen wir jetzt vielleicht nochmal den Schritt Richtung Security. Wie seht ihr das aktuell, auch vielleicht in Kombination mit Compliance etc.? Ja, also wir bringen ja jedes Jahr auch unseren Cyber Defense Report heraus, wo wir das ganze Thema Security, Compliance, auch so Themen wie Beeinflussung, also nicht nur reine Angriffe auf Unternehmen beleuchten. Und da lassen sich schon sehr klare Trends ableiten. Also erstens einmal,
Das ganze Thema Cybercrime wird immer professioneller. Man kann fast sagen, dass da wirklich ein gesamter Geschäftsbereich, eine ganze Industrie mittlerweile schon entstanden ist, leider, wird immer professioneller, die Angriffe werden immer professioneller, das ist das eine. Dann der Bereich Nation State Attacks, also wirklich Angriffe von staatlich organisierten Gruppen auf staatliche Einrichtungen eines anderen Staates, auf NGOs, auch auf Industrieunternehmen, die in sensiblen Bereichen tätig sind, das nimmt auch immer mehr zu. Gibt es ein paar Player, die da sehr, sehr aktiv sind. Und der dritte Trend oder der dritte Effekt, der sich mehr und mehr einstellt, ist das Thema IoT, OT, also die Verschmelzung von IT und Industrietechnologie, dass hier auch immer mehr Geräte, IoT-Geräte zum Angriffsvektor werden und hier Bedrohungen ausgesetzt sind. Und dass leider teilweise das auch noch viel zu einfach gemacht wird, den Angreifern. Nur um eine Zahl zu nennen, wir haben festgestellt, dass mehr als 70% aller Geräte auch noch 9 Monate nach Bekanntwerden einer Lücke noch immer nicht gepatcht sind. Und das ist einfach viel zu lange und eröffnet hier jeden Angreifer einfach Tür und Toren. Und da ist wirklich Handlungsbedarf angesagt. Was würdest du jetzt Kunden empfehlen, beziehungsweise wir als weltweite Distributor für Microsoft, was können wir gemeinsam unseren Partnern empfehlen? Ja, also ganz konkret. Zunächst mal in Richtung Kunden, sich wirklich einen Partner zu suchen. Ich glaube, da ist es wirklich an der Zeit, dass man als Kunde, als Unternehmen, vor allem auch im KMU-Bereich, wo man sich natürlich nicht die Heerscharen an Experten leisten kann, sich einen starken, guten Partner sucht. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, es beginnt bei den Menschen in Unternehmen. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter sind potenzielle Gefahren, wo Angreifer tätig werden. Sieht man immer wieder bei Phishing-Attacken, bei Phishing-E-Mails. Das heißt, Schulung ist ganz, ganz wichtig. Regelmäßige Schulung aller Mitarbeiterinnen, nicht nur der IT-Spezialisten, sondern wirklich beim Vorstand, bei der Geschäftsführung beginnen, bei den Business-Usern. Und das Dritte sind dann sehr einfache oder Maßnahmen, die in jedem Unternehmen gesetzt werden können, wo es wirklich darum geht, Daten, Geräte und Identitäten zu schützen. Dass man überhaupt einmal beginnt oder falls das noch niemand nicht der Fall ist, Daten konsequent nur verschlüsselt zu speichern. Dass man eine Data Governance einführt, also welche Daten werden wie lange im Unternehmen überhaupt gespeichert, ab wann werden sie vernichtet, welche Sicherheitsebenen, welche Sicherheitslevels definiere ich für welche Daten, wo werden Daten gespeichert, diese USB-Sticks, also ich bin ja der Meinung, USB-Sticks haben heutzutage überhaupt nichts mehr verloren, weiß nicht, gar nicht, wann ich das letzte Mal einen USB-Stick in der Hand gehabt habe. Also das mal zu den Datenthemen. Dann die Geräte, wie ich vorhin schon gesagt habe, wirklich aktuell zu halten, zu patchen, Malware-Defender einzusetzen, überhaupt Virenschutzprogramme einzusetzen. Es gibt immer noch Unternehmen, die das viel zu nachlässig leider nachvollziehen. Und der dritte Punkt, der Hauptpunkt aus meiner Sicht, ist das Thema Identitäten, User-Accounts. Ich sage immer, heutzutage hacken sich Verbrecher nicht mehr in dein System, sondern sie loggen sich ein. Warum schaffen sie das? Weil sie Passwörter stehlen, weil sie Identitäten stehlen und solche einfachen Methoden wie Multifaktor-Authentifizierung, Zero-Privilege-Accounts, also dass für jeden Account klar definiert ist, was darf ein Account, wie lang darf es, für welche Objekte darf es. Damit schafft man 90, 95% aller Attacken schon mal zu begegnen und damit ist schon mal ein Großteil der Gefahr auch gebannt. Und das sind Sachen, die kann jedes Unternehmen relativ schnell mit einem guten Partner umsetzen. Vielleicht sei da auch noch erwähnt, ein bisschen Eigenwerbung. Wir sind ja auch ein autorisiertes Trainingszentrum für euch, für Microsoft. Also, wenn es da Bedarf gibt, möchte ich einfach auch nur wieder mitgeben, einfach auf uns zuzukommen. Und ja, ich gebe dir recht, diese Awareness-Schulungen, wie wir sie so nennen, das sehen wir auch.
weil ich habe schon von vielen Partnerinnen und Partnern gehört, ja, da steht am Monitor, ja, einfach das Passwort drauf oder eben unten auf der Tastatur. Also das ist nach wie vor Usus scheinbar, aber sag, du kannst die beste Security-Lösung haben, die schönste Firewall-Lösung, damit hebelst du halt alles aus. Ja. Absolut. Also ja. Passwörter, die irgendwo aufgeschrieben werden, haben in der heutigen Zeit wirklich nichts mehr verloren. Mit USB-Stick halt. Und ich hoffe mal, dass das ganze Thema Passwordless überhaupt sich mehr und mehr durchsetzen wird, dass man überhaupt keine Passwörter mehr braucht. Ja. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Der Winter ist ja doch schon ein bisschen weiter weg, aber was mich interessieren würde, wie geht es ja generell mit dem ganzen Thema, Energie um? Wir wissen alle, sei es jetzt unternehmenstechnischer Natur oder auch privater Natur, die Energiekosten sind ja explodieren, ja. Wie geht es ja damit um? Ja, also da sind wir natürlich genauso betroffen, im relativen Maß natürlich weniger wie jetzt Klein- und Mittelbetriebe. Aber genau das, glaube ich, ist jetzt der Vorteil, dass wir bis dato noch nicht unsere Preise aufgrund der Energiesteigerungen anpassen mussten und dass Cloud hier wirklich die Möglichkeit ist, auch selber die Kosten in seinem Unternehmen, die Energiekosten, dass sich bis zu einem gewissen Grad unabhängig auch von den Energiekosten zu machen. Denn Cloud-Rechenzentren sind die effizientesten Rechenzentren, die heutzutage im Einsatz sind. Nur um so eine Zahl zu nennen, bei unseren neuesten Rechenzentren wird nur 10% der Energie nicht direkt für Server und für die IT-Services verwendet. Also nur 10% der Energie, die wir beziehen, brauchen wir für so Sachen wie Kühlung, Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtung. Also das ist einfach der effizienteste und es freut mich, dass man zum Beispiel in Österreich ja mit unserem Rechenzentrum zu 100% auf nachhaltige erneuerbare Energie aus Österreich setzen, so auch hier unabhängig sind und nachhaltig sind. Also ich sage immer, Cloud ist der öffentliche Nahverkehr für IT-Services und das ist sicherlich eine gute Gelegenheit, sich jetzt zu überlegen, wie ich mich damit auch vor diesen Preissteigerungen unabhängig machen kann und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit machen kann. Also Cloud-Rechenzentren sind ja nicht nur im Bereich der Energienutzung die am nachhaltigsten. Wir verwenden dafür den Begriff Circular Data Center, wo wir schon 3/4 unserer Hardware, das Thema Elektroschrott kommt ja auch immer wieder vor, 3/4 unserer Hardware wird wiederverwendet, wird aufbereitet und schon bald bis 2025 werden wir diesen Wert auf über 90% steigern können, sodass hier wirklich dafür gesorgt wird, dass die Materialien, diese wertvollen Ressourcen, die da teilweise zum Einsatz kommen, höchst effizient genutzt werden. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kommen wir jetzt zurück zum österreichischen Data Center, die ja gerade gebaut werden. Was bringt das den Kunden? Was bringt dem Kunden generell eine lokale Cloud, wenn er jetzt in euer Data Center geht? Ja, also mit, genau. Also mit so einer lokalen Rechenzentrumsregion gibt es vielfältigste Möglichkeiten für unsere Kunden aufgrund der Tatsache, dass damit eine lokale Datenhaltung und Verarbeitung in kritischer Infrastruktur in Österreich ermöglicht wird, dass diese Infrastruktur ganz nah bei unseren Kunden ist, damit das Thema Datenlatenz, also die Distanz, die die Daten zwischen Rechenzentren, zwischen der Cloud und den Anwendern zurücklegen müssen, wirklich super kurz ist. Wir sprechen da von Datenreisezeiten unter 2 Millisekunden teilweise, je nachdem, wo genau dann auch unsere Kunden angesiedelt sind. Und was ich vorhin schon erwähnt habe, eben der Fakt, dass wir unsere lokalen, die Microsoft-Rechenzentren, zu 100% nachhaltiger, erneuerbarer Energie aus Österreich betreiben, was ganz viele Möglichkeiten im Bereich zum Beispiel Remote Home Office, Virtualisierung bietet, Datenanalyse, ohne dass meine Daten das Land verlassen, IoT-Szenarien, überhaupt Szenarien und Architekturen, die auf diese kurze Latenzen angewiesen sind. All das wird jetzt möglich mit der lokalen Cloud. Auch für unsere Partner und Hosting-Anbieter beispielsweise ihre lokalen
traditionellen Hosting-Angebote, um Plattform-as-a-Service-Angebote zusätzlich zu erweitern und für ihre Kunden wieder das Portfolio zu erweitern und auch für unsere Kunden im öffentlichen Bereich hier wirkliche Datensouveränität umsetzen zu können. Datensouveränität, die, wie ich immer sage, unabhängig vom geografischen Standort sein muss in der heutigen Zeit. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, dass sehr viele unserer Partner schon jetzt beginnen, diese Möglichkeiten in ihre Angebotsstrukturen mit einzuarbeiten und mit ihren Kunden darüber zu reden. Und da kriegen wir sehr viel positive Rückmeldungen. Das heißt, kommen wir dann, wenn wir dann die letzte Frage ein bisschen so erwähnen wollen, wie kommen, wenn Kunden heute, sage ich jetzt einmal, sehr viel extern sind, wie wollt ihr die dann zurückholen sozusagen zu uns? Das ist ja oft also das Thema. Ihr bitte habt sehr viel Offering, das wissen wir. Auch wir nutzen es als Aero, sehr viele Dienste von euch, aber Kunden, die vielleicht heute noch sagen, naja, sind die Daten dann wirklich hier lokal, dann gehen die nicht in die, weiß ich nicht, in die diversen Länder, wie kommen die hier zurück wieder? Also für Kunden, die schon in der Cloud sind, gibt es vielfältige Migrations- und Portierungsangebote. Es hängt ein bisschen davon ab, von welchem Service wir sprechen. Zum Beispiel bei Office 365 über die schon erwähnte Advanced Data Residency Option, da übernehmen wir den Umzug des Tenants. Also für Kunden, die heute beispielsweise in Westeuropa, Amsterdam oder wo sind. Für Azure Services hängt es auch ein bisschen davon ab, geht es zum Beispiel um virtuelle Maschinen, die für komplexe Rechenoperationen temporär hoch und dann wieder runtergefahren werden. Da kann man das relativ einfach steuern über die Launch-Scripts, hier einfach die Region zu ändern. Für Lösungen oder für Services, die Daten speichern, gibt es unseren Azure Resource Mover, der immer mehr Services auch migrieren kann, wo immer mehr Services erfasst werden durch dieses Tool. Dann stehen wir auch mit unserem Fast-Track-Team zur Verfügung, wenn es darum geht, komplexe Architekturen, komplexe Infrastrukturen Zug um Zug umzuziehen und zu migrieren. Auch für Dynamics gibt es Offerings. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wo wir gemeinsam mit Partnern hier unseren Kunden helfen können, ihren Umzug in die österreichische Region möglichst reibungslos und ohne Probleme umsetzen zu können. Florian, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Danke für deinen Besuch. Das war unsere heutige Ausgabe von 7 Fragen, 7 Antworten. Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal und weitere Podcasts, vor allem auch mit dir, lieber Florian, folgen. Ich freue mich schon. Vielen Dank. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.